So, Freunde, bei den 83 Plus Player Packs bekommt man natürlich immer die Bronze Packs nach wie vor als Reward. Und ich dachte, wir starten direkt jetzt erstmal mit drei von den 83 Plus Player Packs bei mir auf der Road to Glory. Und guck mal rein, was die ersten drei so gönnen. Ja, okay, hier haben wir schon mal für die Duplikat-SBC einen saftigen Rodri. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Also das für perfekte für die Tausch-SBC. Und Pick Nummer 2. Ja, das würde ich sagen, ist der Klassiker, den man nicht sehen will. Brand rettet zumindest so ein bisschen. Und Nummer 4, auch noch okay, mehr aber auch nicht. Sauerbrunn, also da haben wir Glück gehabt, dass wir jetzt Rotritter sich hier gezogen haben, sogar kann auf die Transferliste, um dann eben in eine Tausch-SBC zu verschwinden. So, Freunde, weiter geht es. Fünfmal die 83 plus Player Pick. Und wir machen den Anfang mit Depay, dem Klassiker. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Im Worst Case geht es einfach in eine Team of the Week Player Pick SBC mal wieder oder sowas. Hier ist jetzt Parejo am Start. Das Einzige, was uns jetzt interessiert, ist wirklich blau, blau, nochmal blau. Weil wie gesagt, kein Team of the Week, den wir sonst ziehen können, sonst irgendwas an Special-Karten. Es muss der Team of the Week sein oder wie bei mir eben in Rotri, der uns dann, wie gesagt, durch die Tausch-SBC wieder Goldfutter rein in den Verein zieht. Aber das sieht jetzt schon mal sehr frustrierend aus. Pope, Gulaschi, eieieiei, da muss der Letzte jetzt hier safen. Nochmal, nochmal Walker mit Herbs, aber weiß ich jetzt nicht. Gehen wir rein in den nächsten. So, weiter geht's. Die nächsten 5. Und es kann nur besser werden. Ja, witzig. Da ist Rodri, wie bei mir eben. Und wir machen gleich auch noch meine letzten 2 auf der Road to Glory da. Also keine Sorge. Jetzt aber hier die nächsten 5. Und das ist natürlich bitter, ja. 4x83er zu sehen, das wollen wir nicht, ey. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir gehen natürlich auch gleich noch in 80 plus Player Picks. Und klar, die Frage stellt sich immer, wie wenn montags beide rauskommen, welche lohnt sich mehr? Ich glaube, dass sich tendenziell mehr die 80 plus Player Picks SBC lohnt, weil wir eben nur 6 Spiele abgeben müssen. Das brauche ich euch nicht zu erklären. Hier sind halt jetzt 4 zur Auswahl. Aber ihr seht, es muss halt nicht immer gönnen. So, jetzt haben wir 5x die 80 plus Player Picks und 5x die 83 plus Player Picks, also quasi direkt mal im Vergleich nebeneinander. Schauen wir doch also mal rein in den 80 plus Player Pick, der fängt an mit Schlager, 80, 81 und 81, ja, kann auch nur besser werden, in dem Sinne geht's weiter, oh, jetzt ist uns eher aber echt hier am Trollen, Freunde, das ist ja jetzt ein Scherz, oder? 380er aus dem 80-Plus-Pick? Nein, Freunde, wo ist das Plus? Oh, guck mal, Parejo aus dem 80-Plus-Player-Pick hat wir eben auch in einem 83-Plus-Player-Pick. Das ist das beste Beispiel. Und ja, die Hoffnung ist, wie gesagt, da, dass wir mindestens einen blauen heute mal hier ziehen können aus den Player-Picks. Ich hatte tatsächlich heute noch den Low-Rated-Portugiesen, glaube ich, aus der Liga aus dem 81-Plus-Player-Pick am Start. Ich habe heute mal 10 81-Plus-Player-Picks bei mir auf der Road to Glory noch fertig gemacht. Und da war dann ein blauer mit dabei. Aber wie gesagt, jetzt sind die 80 plus Player Picks da und die sehen erstmal so aus. Jetzt die 83 plus Player Picks, die nächsten 5 und ja, Bronze ist okay. Also mindestens den Walker wollen wir das schon raus sehen aus so einem Player Pick. Wie gesagt, Special Kartenmäßig muss es ein Tot sein. Alles andere kann es nicht sein. Und ja, da sind wieder die Server. Hallo Server, EA, hello. So, da sind die Server zurück. 4 weitere zur Auswahl. Und, oh mein Gott, Lord. Freunde, das ist auch das Schöne. Guckt hier bei meinen Videos vorbei. Da seht ihr schon mal die erste Runde, ob ihr überhaupt reingehen sollt in die SBC. Und so könnt ihr hier auf jeden Fall schon mal sehen, was die neuen Player Picks oder generell die neuen SBCs schon mal so gönnen, beziehungsweise nicht gönnen. Und wir machen jetzt hier mit 84er und 85er weiter. 2 weitere am Start. Und ich kann euch eins sagen, wir haben heute noch einige Player Picks zu gehen. Bernardo Silva jetzt gut für den Tausch-SBC. Das bringt einige Goldkarten dann wieder zurück. Und last but not least hier auf dem Account. Komm, blau. Lass es blau regnen. Ja? Ah, 87er. Nochmal der Walkout. Und weiter geht es, Freunde. 20 Player-Picks. Jetzt hier am Start 15-mal wohlgemerkt die 80-Plus-Player-Pick und 5-mal wieder die 83-Pluser. Also, schauen wir diesmal. Ja, da ist er. Freunde, da ist der blaue Otamendi, here we go, und wohlgemerkt aus einem 80-Plus-Player-Pick. Also, notiert, aber wie gesagt, das ist klar, wir müssen nur 6 abgeben, einen davon selten, dass so ein Player-Pick sogar mit 3 zur Auswahl
tendenziell besser ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, man sollte trotzdem daily, wenn man denn genug Futter auch im Verein hat, logischerweise, die 83-Pluser-Player-Picks mitnehmen. Es ist eine weitere Chance, Team of the Season zu ziehen. Und die sollte man, glaube ich, nicht verstreichen lassen. Falls ihr euch generell fragt, wie kommt man an sich an Futter? Hier habt ihr die Antwort, Bernardo Silva 88er. So ein 88er, wenn ihr den aus dem Player-Pick zieht. Zum Beispiel dann in eine Tausch-SBC knallen. Und natürlich in den Packs sind dann Non-Rare-Goldspieler und seltene Goldspieler drin, um wieder weitere Player-Picks zu generieren. Unter anderem auch die 83-Plus-Player-Pick-SBC. Ja, also das nicht vergessen. Und jetzt geht's weiter mit Thiago Silva, nächster 84er. Haben wir jetzt zweimal fast hintereinander gezogen. Thiago Silva schon am Start, also rein in Duplikate. Und ich glaube, jetzt ist das schon egal, was kommt. Witzigerweise hat er in den Chat vorher geschrieben, auf Ansage. Und auf Ansage wird ein Tots drin sein. Das haben wir mit Otamendi hier in dem Fall definitiv schon mal geklärt, die Sache. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich jetzt auch, dass noch ein zweiter Team of the Season dahinter ist. Falls ihr euch fragt, hey, kann ich auch mal dabei sein, wenn du Player Picks mit gemeinsam der Community öffnest, dann kann ich darauf nur sagen, ja klar, könnt ihr gerne auf jeden Fall dabei sein. Kommt gerne rum und zwar bei Twitch. Link dazu ist unten in der Beschreibung, Freunde. Und apropos Link in der Beschreibung, auch zum neuen Archie Gaming an Katschel. Oh mein Gott, schon wieder Bernardo Silva, den haben wir jetzt innerhalb von kurzem dann dreimal gezogen. Geisteskrank. Einmal, zweimal hier auf dem Account, einmal auf dem anderen. Geisteskrank. Und wie gesagt, kommt gerne rum bei Twitch. Link dazu ist in der Beschreibung. Bin ich täglich online, um mit euch gemeinsam den 19 Uhr-Content aufzunehmen. Sonst seht ihr natürlich alles hier bei YouTube. Aber falls ihr zum Beispiel auch am Samstag den Livestream verpasst habt, und zwar den 3-Stunden-Livestream, werden die Server wieder mal durchbrechen. Hello again. Kann ich euch nur sagen, falls ihr den 3-Stunden-Livestream verpasst habt, am Samstag, Team of the Season Livestream Grind, dann könnt ihr den gerne sehen, und zwar bei Archie Gaming an Cutchill. Packt ihr euch schon mal hier aufs i und nachher auch gerne in den Endcard. Und da könnt ihr schon mal kostenlos ein Abo dalassen. Ist ein brandneuer Channel, also falls ihr da Bock drauf habt, gerne da mal vorbeischauen. So, da sind die Server wieder da. Wir sind zurück. Und wie sieht es jetzt aus? Wie geht es weiter? Jetzt erstmal wieder 81er. Wir sind kurz vor den 83ern. Die kommen nämlich jetzt. Also, wie gesagt, die Frage, ob die eine oder die andere Player-Pick-SBC besser ist. Ich glaube, das können wir an der Stelle schon mal klären, dass die 80-Plus-Player-Pick an sich natürlich günstiger ist, weil wir einfach viel weniger Futter abgeben müssen. Nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt schon mal erwähnt, ich will mich da gerne wiederholen, einfach die Chance nutzen, die Player-Picks mitnehmen. Vielleicht nicht alle 5 pro Tag, je nachdem, wie viel Futter ihr habt. Aber ein pro Tag sollte für jeden, glaube ich, machbar sein. Und da auf jeden Fall versuchen, alle mal mitzunehmen. Mit dabei scheint auf jeden Fall immer Rodri zu sein, den wir auch hier wieder haben. Oder an sich auf jeden Fall gutes Futter. Und ja, der letzte jetzt vielleicht nicht so gut, aber die anderen waren auf jeden Fall in Ordnung. Ja, 88er Griezmann, Kimmich, Pajot und Rodri. Nice. So, Freunde, weiter geht's. Und zwar diesmal hier auf dem Account 2 83-Pluser. Das ist wieder ein gutes Beispiel, dass man tendenziell eher natürlich mit dem Futter in die 80-Plus-Player-Picks geht. Oh, also diese ist wirklich die Definition von bodenlos. 84er und 83er, da können die 80-Plus-Player-Picks nur besser laufen. Heilige Mutter Teresa, was ist da denn los? Was ist da denn bitte los? Eieieiei. Naja, gucken wir mal, was die 80-Plus-Player-Picks jetzt hier gönnen. Und wie gesagt, schreibt gerne in die YouTube-Kommentare, was ihr in euren Player-Picks hattet. Oh, Oberdorf, sehr nice. Und vor allem erstens, wie viel habt ihr gemacht? Ja, und dann zweitens, wie viel habt ihr aus den jeweiligen 10, 20 oder whatever 5 Stück eben dann auch gezogen? Wow, die 80-Plus-Player-Picks, Freunde. Ich glaube, das ist jetzt nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass die 80-Plus-Player-Picks definitiv der Win sind. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang des Videos gesagt, allgemein bin ich einfach happy, dass uns die Player-Picks treu bleiben. Ja, das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Oh, hier wieder. Oh. Freunde, Freunde, Freunde. Perfekt, perfekt. Besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Schön Walkouts mitnehmen. Und dann machen wir noch meine letzten 2 83-Pluser. So, weiter geht's. Und zwar 10 Stück jetzt hier am Start. 88. Ja, voll, perfekt. Das ist der Kollege, den ich heute im 81-Plus-Pick hatte, David Costa. Er kostet nur 15.000, aber Team of the Season ist Team of the Season oder Team of the Season Live. Ja, was wollte ich sagen? 88-Plus-Player-Picks und zweimal wohlgemerkt jetzt hier, und aus einem haben wir jetzt den Team of the Season, 2 83-Plus-Picks. Die werden gleich noch bei mir noch auf The Road to Glory machen, die 2 83-Pluser. Aber das ist doch schon mal ein sympathischer Start. Und der nächste, na gut, gibt... Er nimmt jetzt Busquets mit, 83er oder 84er. Und jetzt die Frage, was ist in den 88-Plus-Picks?
Schauen wir mal rein. Let's go. Also, es wird der Anfang mit 84er Dozy. Das ist schon mal sehr gut. Für einen 80 plus Player Pick, not bad. Nummer 2 gibt uns dann 82er Torres und Pickett. Und dann haben wir noch 6 to go hier auf dem Account, wo wir meine letzten 2 83 Pluser machen. 84er Eggett hier auf Nicht-Duplikat, in dem Fall jetzt hier Hummels. Gut, 83er oder 84er gibt sich jetzt wirklich nicht viel, um ehrlich zu sein. Ich würde immer auf Rating gehen, wenn er mich fragt. Schau, ist es jetzt. 85er auch voll okay. Next one. Jawohl, 87er Ödegaard. Here we go again, Freunde. Also ihr seht, die Player Picks, einfach wieder geisteskrank. Ich liebe ja Player Picks und ich glaube einige von euch definitiv auch. Und das ist einfach wieder, es zeigt einfach, wie OP diese Player Picks im Allgemeinen sind. Ja, ich krieg immer die Frage, wie kommst du an dein Futter, wie kommst du an dein Futter? Freunde, schaut euch allein nur die Player Pick SBC an. Ein absoluter Traum. Ein absoluter Traum. Mehr gibt's dann nicht zu sagen. Lobotka jetzt hier. Und last but not least hier auf dem Account. Komm, lass es nochmal blau regnen. Es wird. Ach, schade. Und zum Abschluss haben wir die zwei letzten 83 Plus Picks von mir am heutigen Tag. Vielleicht gehen wir jetzt noch daily rein in die 5. Vielleicht starten wir damit jetzt die nächsten Tage immer in die Videos rein. Hier haben wir jetzt 84er Neville. Nicht so wirklich was Gutes. Und komm. Oh, Freunde, 89er Mappe Leon. Und ich hatte jetzt eben das Beispiel gemacht. Und zwar habe ich zwei 83 Plus Player Picks tatsächlich mit einem 51er Pack quasi ready to go gemacht, fertig gemacht. Und das ist natürlich schon mal auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also, 89er war drin. Das heißt, wir haben auf jeden Fall morgen unsere 83 plus Player Picks wieder, ja, quasi safe. Das soll es aber gewesen sein mit dem heutigen Video hier. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst, wie gesagt, sehr, sehr gerne Liebe da. Mich würde freuen, auch wenn ihr morgen natürlich wieder einschaltet. Und wie jetzt eben auch schon mal erwähnt, hier jetzt geht es jetzt gerne zum Livestream. 3 Stunden Livestream, Team of the Season Live, Grind und Crafting auf dem neuen Archie Gaming Art Cut Channel. Lasst doch da kostenlos ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch da gerne immer wieder auf dem Channel wieder. In diesem Sinne soll es das gewesen sein mit dem heutigen Video. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.